Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival of the Fittest. Hier ist euer Spooky VF, und wie ihr in der letzten Folge vielleicht bereits gemerkt habt, bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen auf Waffenherstellung. Und das möchte ich heute auch gerne machen. Ja, also das war auf jeden Fall mal so der Plan, während ich hier im Lichtstrahl runterreise. Ich habe schon umgeguckt, wohin ich gehe, und habe mich entschlossen, erstmal ein paar Mets zu sammeln. Also sprich Leder, Steine und alles, was man für Forges braucht, und dann irgendwo einfach an einem freien Metallspot niederlassen, wenn wir schon ein bisschen was haben, dass wir direkt dort loslegen können, weil ich sammle ungern am Metallspot selbst, zumindest mal in denen, die hier im Gebiet sind, und da kenne ich mich eben auch einfach noch nicht so gut aus, wo die ganzen Spots so sind und wo die Brennpunkte sind. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen vorher zu sammeln, dass ich mich direkt dort niederlassen kann und dann auch ein bisschen mich um das Wesentliche kümmern kann und besser die Umgebung ein bisschen im Auge behalten, auch wenn ich das immer noch ein bisschen vernachlässige manchmal, weil einfach viel zu tun ist. Gerade bei mir jetzt bei der Waffenherstellung, ich bin da noch nicht routiniert, und ja, dann könnte man sicherlich besser aufpassen auf die Umgebung, aber das fällt mir eben noch schwer, weil ich mich so konzentriere auf die Waffenherstellung. Und mein Ziel ist es eben, letztens hatten wir ja eine Pumpgun, hatten wir eine Pistole? Ich weiß es jetzt gar nicht, oder hatten wir nur die Pumpgun? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Mein Ziel ist es natürlich mal voll ausgerüstet sein, also alle drei Waffen, eventuell Aufsätze, kommt drauf an, ob wir irgendwo Kristalle finden. Granaten hätte ich ja auch schon mal gerne, aber dazu bräuchten wir einen Lootstrahl oder eben Öl aus sonstigen Quellen. Aber wichtig ist mir halt einfach mal, dass wir wirklich das volle Equip haben. Pumpgun, Pistole und nicht Armbrust, Gewehr, genau. Das hätte ich mal gerne, das hatte ich noch nie. So im Solo. Also zumindest mal nicht selbst gecraftet. Ja. Dazu gibt es jetzt zu sagen, mittlerweile war der letzte Sieg, der Pumpgun-Sieg, war mein 8. Sieg. Und ich habe so circa 96 Kills oder so. Und das Ganze hier ist wieder nachträglich vertont. Ich komme nämlich aus der... Oh, da springt schon einer. Der war oben, der hat schon eine Lederrüste. Also ich schätze mal, dass der oben war. Weiß nicht, vielleicht hat er auch schon Leder hergestellt. Aber frage ich mich, wie er es macht. Er ist cool bleiben. Ich will den schießen und mich verraten, weil der hat mich anscheinend nicht bemerkt. Okay, da steht er. Zack, danke. Und jetzt hole ich mir in der Eifer des Gefechts nur das Leder, nur die Lederrüstung. Der war oben, der hat nämlich schon Narkosemittel, also der war oben geblieben. Und vergesse hier den Wasserbeutel und das Schild, ne? Das sehe ich jetzt erst. Das ist mal in der Folge eben nicht aufgefallen. Ja, das sind so Sachen, auf die ich noch lernen muss zu achten. Trotzdem sage ich, das hier war natürlich schon ganz cool gemacht. So, holen wir uns den Stego. Ich will jetzt schon Leder. Stegos mag ich zum Töten. Weil, ja, die sind eben nicht so... Ein Trike kann da gefährlicher werden. Vor allem, wenn dann plötzlich ein zweites kommt oder so. Beim Stego sind selbst zwei eigentlich wenig gefährlich. Was gefährlich ist, wenn jetzt ein anderer Spieler kommen würde. Ja, das wäre jetzt in der Tat gefährlich. Aber irgendwann muss man ja auch mal Leder sammeln. Und am besten so früh wie möglich. Ich war noch nicht ganz fit am Anfang dieser Runde, das muss ich auch sagen. Ich war ein bisschen zittrig, mir steckte die Arbeit nämlich noch so sehr in den Knochen. Ich habe die letzten zwei Tage Instandhaltung auf der Arbeit gehabt, und wow, das war schon heftig, und das habe ich gemerkt, ne? So, also was ist zittrig, so ein bisschen, ja, mir hat die Power einfach gefehlt irgendwie und war auch nicht so fit anfangs. Das beruhigt sich aber im Laufe der Runde. Und deswegen war wahrscheinlich auch viel Sache von der Wahrnehmung, die ich nicht so einfach wahrgenommen habe. Ja, okay. Des Weiteren kann ich euch jetzt mal sagen, während wir hier uns einfach... Wir gucken jetzt um, wir laufen jetzt und sammeln. Und sammeln und sammeln. Das war fast zwei Forges, also einer auf jeden Fall. Fast zwei herstellen können. Wenn wir dann irgendwann an Metallspot kommen, wenn ich schon eine Forge habe und alles, dann werden wir uns dort auch niederlassen und beginnen zu tacken, weil wir müssen ja, jetzt stelle ich mir das Schild her, das war unnötig Holz und alles nicht gut und Leder, ja, aber ist okay, passiert. Wie gesagt, das ist auch, es ist mal immer unwohl in den Inventaren rumzuschnüffeln bei den anderen, weil ja, in der Zeit kann eben auch was passieren. Ich mag das eben nicht so gerne. Ja, jetzt, wir haben ja schon viele Materialien für die Forge zusammen. Da fehlt nicht mehr so viel.
haben dadurch jetzt natürlich viele Narkobären bekommen, haben schon ganz tolle Pfeilanzahl und sogar Betäubungspfeile, weil natürlich noch geiler wäre es, wenn wir die drei Waffen bekommen und irgendwas Cooles tämen. Also jetzt nichts großartig Gigantisches wie ein Spino oder ein Rex, das werde ich wohl nicht schaffen, es sei denn, es kommt ein Candy-Drop mit einem Level 1er Rex oder Level 1er Spino, könnten wir vielleicht noch schaffen, aber da unten so ein Monster kann ich mal nicht, das schaffe ich nicht. Und dabei noch Waffen herzustellen, dafür bin ich, wie gesagt, noch nicht geübt genug. Aber muss ja auch nicht, man fängt ja auch klein an. Das ist, ich habe jetzt schon einiges gelernt im Laufe der Zeit, seit ich arg SOTF spiele, und man will natürlich dann auch mal einen Schritt weiterkommen und ein bisschen auch mal was anderes probieren. Und das ist jetzt der Fall. Waffen sind irgendwie cool. Ich mag sie, obwohl ich eigentlich auch schon sehr gerne auf Tames gehe. Aber ja, es kommt auch saucool, wenn man einen mit der Pampe wegrotzt oder mit dem Longneck, ne, wie wir schon hatten, vom Rex gepustet und so. Ah. Das ist eben so das Grunde. Achso, ich wollte ja noch eine kleine Ankündigung machen. Ich habe mal jetzt gerade gestern Nacht Players Unknown Battlegrounds heißt jetzt so. Alter! Ja, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Jetzt bin ich wieder ganz Game Over. Aber ich glaube, so heißt es. Players Unknown Battlegrounds. Und das habe ich mal gekauft. Da wird es vielleicht auch mal dann. Da wird vielleicht SOTF mal eine Runde aussetzen oder so. Oder zwei, oder abwechselnd ein bisschen, je nachdem, ich habe es noch nicht gespielt, deswegen kann ich noch nicht so ganz sagen, dass ich da auch mal was zeige. Vielleicht fällt SOTF auch nicht aus und ich bringe beides, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, aber nur mal so die Möglichkeiten, dass ihr euch ein bisschen drauf einstellen könnt, die bestehen. Aber jetzt haben wir hier schon ein bisschen Metall mit Gold. Dachte mir, wir haben ja noch ein bisschen Traglast, kann man auch ruhig Metall mitholen. Und ja, Joker. Haben jetzt natürlich diese Möglichkeit, dann direkt auch auf die Metallspitzhacke zu gehen. So, jetzt habe ich, glaube ich, den Brondo angehittet, weil der gerade hier auf mich draufgeschmissen wurde. Oder, ja, der scheint sauer zu sein. Ich muss aber was wegwerfen, ich bin zu schwer, zu träge. Was ist denn jetzt los? Aha, geht doch, läuft wieder. Brondos verlieren schnell die Aggression, von daher ist das alles halb so wild. Wilder wäre es jetzt gewesen, wenn sie irgendeinen Spieler entdeckt hätte, weil der Brondo darunter gefallen ist und würde uns jetzt heimsuchen kommen. So, machen wir diese Vorbereitung schon mal Holz, und jetzt brauchen wir nochmal Holz für eine Forge, und dann stehen wir eigentlich schon soweit ganz gut da, also ein bisschen, und Zeit haben wir auch noch gut. Also je nachdem, an welchen Ort man tickt, hat man eigentlich ja schon bis zu 6 Minuten vor Schluss, sage ich mal, Zeit, oder ja. Als Richtlinie hole ich mir meistens so ein bisschen 10 Minuten, 9 Minuten Zeit. Es kommt halt, wie gesagt, es kommt drauf an, wo man taggt. Wo wir in der letzten Folge getaggt haben, hat man diese Zeit natürlich nicht. Ne? Da muss es ein bisschen schneller gehen, da kommt der Ring schneller an. Ist ja viel weiter unten. Aber wenn man hier irgendwo im Wald irgendwas finden würde, was natürlich auch gefährlich ist, wir sind nämlich nicht weit weg von oben. Aber genau das macht es ja auch aus. Deswegen könnten wir eben quasi so lange taggen. Na. Aber okay, wir sehen, was kommt. Erstmal ein Dilo. Kriegt einen Header und auch mal ein bisschen Leder, weil Leder brauchen wir ja auch auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast genug Leder. Für unsere Zwecke dürfte das eigentlich schon fast reichen. Für Chitin-Rüstung, für drei Forges. Und noch ein paar Waffen. Und ja, gut, Mörser und Werkbank kostet auch noch Leder. Kostet Werkbank Leder? Nee, ich glaube nicht. Nur der Mörser. Und ich weiß es jetzt gar nicht genau. Werkbank auch noch ein bisschen Leder frisst. Auf jeden Fall haben wir alles. So weit, was wir brauchen. Eigentlich sollte es reichen vom Leder her. So, ich irre hier noch ein bisschen planlos rum. So, jetzt kommt natürlich das, dass ich die blauen Beeren esse. Ich habe keine Zeit, um mein Strandwasser aufzufüllen. Ich hoffe auf Regen. Habe mir deswegen auch schon die ganzen Wassertaschen gemacht. Weil, ja. Ich will ja jetzt hier taggen. Und vielleicht, wenn ich da drin geübter bin, kann ich auch natürlich jetzt nochmal an den Strand gehen. Aber ich werde diese Folge wohl Bären benutzen, wenn es nicht anfängt zu regnen. Dann werde ich mich mit Bären gegen das Verdursten wehren. Und ja, so werden wir das wohl diese Folge handhaben. Wie gesagt, es wäre natürlich besser, wenn man die Wasserbeutel hat. Deswegen habe ich da auch schon alle gemacht. Ja.
glaube, ich mache sogar noch welche. Weiß es gar nicht genau oder habe schon nochmal nachgemacht. Ja, so läuft das. Das ist eben immer so eine Geschichte. So, entschuldigen, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Ja, da habe ich auch noch welche gemacht. Ja, siehst du, jetzt habe ich so viel Wasserbeutel. Hoffe natürlich, dass es regnet. Ansonsten, das Blöde eben an den blauen Bären ist, dass du wirklich immer permanent unhungrig bist. Und wenn du unhungrig bist, dann heilst du nicht, wenn du Fleisch isst. Das ist das Blöde. Aber, naja. Ja, der Spot gefällt mir. Ich glaube, da lassen wir uns nieder. Ich glaube, den habe ich auch noch nie gesehen. Der ist so ein bisschen versteckt im Wald. Anfangs, muss ich sagen, hat mich jetzt auch ein mulmiges Gefühl beschlichen. Angst gehabt, dass wir überrascht werden oder so. Ist klar, ne? Man kennt das. Es macht mir immer noch ein unwohles Gefühl, so, wenn ich hier irgendwo tacke. Aber das ist auch irgendwie, ja, ganz toll. Ganz toll vor allem. So, jetzt seht ihr schon, das erste Metall brutzelt schon. Deswegen habe ich die Vorbereitungen gemacht. Da kriegen wir übrigens schon 16 Metallbarren dann quasi raus und die brennen jetzt schon schön. Wenn die fertig sind, können wir locker nochmal neues Metall hacken mit der Metallspitzhacke. Und kriegen dabei auch Steine, um die nächste Forge zu bauen. Weil ich glaube, es fehlen nur Steine. Beziehungsweise dann auch den Mörser, den müssen wir dann auch noch bauen. Aber Mörser, habe ich mir so selbst gesagt, finde ich erst interessant, wenn zwei Forges brennen. Dann kann man sich um den Mörser mal kümmern. Wenn nicht sogar drei Forges, aber ich sag mal, zwei reichen eigentlich mal für den Anfang, bis man dann den Mörser herstellt, weil man muss Mörser ja auch ein bisschen was produzieren, weil Schießpulver braucht man auch viel, vor allem wenn man drei Knarren herstellen möchte. Und deswegen sollte der Mörser auch recht viel gehen. So, ihr seht's jetzt, mache ich mal unten auch schon mal ein bisschen das Zeug hier parat. Betäubungspfeile brauchen wir auch nicht mehr. Würde ich jetzt mal so behaupten einfach. Jetzt packen wir uns doch mal hier durch. Ah, jetzt fange ich hier Steine an schon zu kloppen, ja. Weil ich will noch nicht auf die Metallteile kloppen. Die Sache ist nämlich die, wenn ich auf Metall kloppe, dann geht das ja auch schneller kaputt und ich krieg weniger raus mit dieser Steinspitzhacke. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal die Steine mal andersweitig besorgt. Okay, so viel dazu. Seht, das Feuer purzelt auch schon. Das sorgt natürlich auch gleichzeitig für Dingens, für unsere Asche. Aber die kriegen wir auch durch die Forge. So, Forge 2 steht. Ein bisschen Holz haben wir. Wir müssen aber noch ein bisschen sammeln. Aber das ist jetzt ja mal gerade so. Pfeile haben wir auch genug. Dadurch, dass wir dem anderen noch abgeholt haben, brauchen wir jetzt auch keine mehr. Erstmal herzustellen. Solange wir bei dieser Summe sind, ist okay. Ihr seht, deswegen hole ich jetzt hier ein bisschen Holz. Und dass die Forges mal schön durchbrennen. Oh, da habe ich versucht, die beiden zusammenzufügen, aber das geht ja so nicht so einfach. So, dann habe ich es einfach gelassen. Reicht ja mal. Das erste Metall haben wir. Jetzt können wir die Werkbank schon bauen, wie ihr seht. Das ist super. Deswegen habe ich das vorbereitet. Jetzt kommt natürlich genau dieser Mistswarm. Aber an dieser Stelle eigentlich sehr cool. Weil wir uns jetzt, wenn wir die Werkbank aufbauen, auch direkt eine Chitinrüstung bauen können. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil Fliegen habe ich auf dem Weg noch nicht getötet. Wollte ich einfach nicht. Hab gedacht, man findet die bestimmt noch irgendwo. Bevor man wieder eine Fliegenarmee auf mich aufmerksam macht oder sonst was, habe ich mich dann so entschieden. Aber die hören dann auch nie auf. Die nerven mit ihren Gepiekse. Deswegen piekse ich zurück. Ich piekse zurück, Ladies. So. Okay, so viel dazu. Werkbank stellen wir hier hinten auf. Dann kann ich nämlich mit dem Rücken zum Stein stehen. Und vor mir ist alles voll mit Forges und Werkbänken. Und ja. So war der Hintergedanke dabei. So, Werkbank brauchen wir nicht mehr. Können wir unten das Enkram von Mörser und Stößel einstellen. Ja, so viel dazu. Das ist sehr nice. Jetzt machen wir uns auch ausnahmsweise direkt eine Metallhacke, wenn wir schon so viel Metall übrig haben. Ist mal egal. Metallaxt. Ja, finde ich gerade ganz interessant, das eigentlich zu nutzen. Hatte ich mir, glaube ich, noch nie gebaut. Wenn dann irgendwann am Anfang, als ich noch unwissend war oder so. Das kann schon sein, aber später habe ich mir die irgendwie nie gebaut. Aber warum nicht? Sieht doch viel schöner unten im Inventar aus, oder? So. Chitinkleider.
Manche stellen sich immer drei Sets her. Oder zwei. Ist natürlich nicht schlecht. Wenn jetzt zweimal Acid Rain kommt oder sonst irgendwas. Ich bin da irgendwie noch ein bisschen zu risikobewusst. Ich stelle eigentlich nur eins her. Meistens oft zwei, aber ich wusste jetzt nicht, wie wir mit dem Leder hinkommen und alles. Wie gesagt, wenn ich Waffen herstelle, muss ich noch ein bisschen gucken. Und das, wenn ich jetzt normal spiele dann und nur Dinos tame und vielleicht noch ein paar, eine Waffe nebenbei, na, dann würde ich mal auch zwei herstellen. Aber ich wusste jetzt nicht, ich wollte jetzt auch nicht noch unbedingt jagen nach Leder oder sonst irgendwas. Ich wollte jetzt einfach mich um dieses blöde Metall kümmern und ja, Maser könnten wir auch schon herstellen, aber ich glaube, das mache ich noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Da hatte ich irgendwas. Geht doch, mache ich. Okay, so viel dazu. Ich dachte, ich hätte die nächste Forge hergestellt. Oder wollte die zuerst herstellen. Dann wohl doch nicht. Okay, holen wir uns mal wieder ein bisschen Futter aus dem Feuer. Und das Spiel ist so cool. Ich mag es echt. Und man kann das auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen. Das macht so viel Spaß. Das ist, ja, das ist einfach. Das ist geil, weil kein Spiel dem anderen gleicht. Jedes Mal ist es ein bisschen anders. Und ja, das finde ich eben so richtig toll daran. So, einmal Metallblock weg, bitte. Jetzt packen wir hier noch ein bisschen drauf, vor allem, weil wir noch Steine dabei haben wollen. Es ging mir eigentlich mehr um die Steine gerade. So, und ihr seht, jetzt haben wir auch schon nochmal Lagerfeuer vorbereitet. Oh, aber erstmal noch eine Forge herstellen, dass wir die dritte haben, dass es hier richtig schön durchgehend brutzelt. Ja, einen Baum haben wir auch noch mitgeholt. Jetzt kann ich mich natürlich nicht bewegen. Viel zu viel Baum dabei. Ah, jetzt reicht's schon. Das ist gut. So, dann hauen wir nämlich auch noch die dritte Forge auf den Tisch. Eigentlich sollte das reichen. Finde ich. Im Solo-Player. Ich meine natürlich, je mehr man hat, umso schneller geht es im Endeffekt auch. Viel Metall. Das stimmt schon. Vielleicht wird das später bei mir dann auch noch sein, wenn ich, wenn ich ein bisschen geübter bin und öfters auf Waffencrafterei gehe, kann es natürlich sein, dass ich dann auch mehr an den, auf mehr Schmieden noch gehe. Weiß ich noch nicht. Kann ich so nicht sagen. Kann ich noch nicht so abschätzen. Muss ich gucken. Natürlich ist es natürlich cool, wenn man jetzt hier an Dino zähmen geht und sich dabei nebenbei schon Schmieden herstellt und was weiß ich, hat dann nachher 4, 5, 6. Und umso schneller könntest du dann immer noch eine Knarre herstellen, das ist natürlich auch klar. Aber ja, abwarten. Jetzt holen wir erstmal das erste Metall raus und die Asche, die habe ich glaube ich bei der ersten Schmiede vergessen, damit wir jetzt schon anfangen Schießpulver herstellen zu können. Ihr habt es gesehen, ich habe auch nochmal ein bisschen Steine geholt. Und hier mache ich das auch nochmal. Das hier dient einfach nur, um Zündpulver herzustellen, damit wir aus Zündpulver Schießpulver herstellen können. Nebenbei machen wir noch ein Lagerfeuer, damit wir nochmal mehr Asche bekommen. Und so läuft das dann. So, Bären muss ich auch wieder futtern. Ich lasse mir schon extra Zeit. Warte ein bisschen, bis Durstanzeige runtergeht. Aber ich will auch gucken, dass meine Gesundheit oben bleibt. Deswegen, ja. Irgendwann entgegengewirkt gegen den Wasserverlust. Hat immer noch nicht geregnet. Konzept scheint nicht aufzugehen. Ärgert mich. Sonst regnet es immer. Nicht mal saurer Regen. Ne? Normal kommt immer saurer Regen. Da kann man sich wenigstens noch die Flaschen füllen. Aber irgendwie ist hier nichts los mit Regen. Will nicht. Der Ackgott mag mich nicht heute. Naja, dafür haben wir Ruhe. Haben schon einen Gegner präsentiert. Kriegt der uns nicht mitbekommen hat und uns direkt Ledersachen geschenkt hat oder beziehungsweise ein Lederhemd. Den Rest haben wir ja nicht mitgeholt. Ja, das war schade. So, jetzt ist das Metall so richtig schön am Brutzeln. Und wir gucken uns ein bisschen um, passen ein bisschen auf und holen aber auch noch Metall. So, der eine Schlag war wohl zu viel. War wieder zu viel dabei. Aber da können wir ja mal die Hälfte der Steine wegschmeißen. Da sind wir mal nicht so. Ich möchte nicht alle wegschmeißen, weil wenn ich alle... Och man, jetzt habe ich wirklich einen Bär aufgehoben und bin überladen. Ich fasse es ja nicht. Aber wenn ich nämlich alle wegschmeißen würde, dann hätten wir ein Problem.
Also dann, was heißt ein Problem? Eigentlich hätten wir kein Problem, aber wir können den Mörser ja damit bedienen. Also mit, wenn wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und deswegen... Ja, mal alles nochmal schön nachgefüllt, nochmal die Asche raus. Ich hätte es sollen gleich hier auch mitholen. Ah ne, hier waren wir noch nicht dran. Haben wir jetzt auch direkt mitgeholt. So. Okay. Das sieht gut aus. Wir haben schon über 80 Metall. Sehr gut. Pampe ruft. Die Pampe ruft. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Schießpulver auch dafür. Da stellen wir uns nebenbei her. Und dann gehen wir... Ah, jetzt komme ich hier nicht rum. Okay, das war ein bisschen blöd, dass das so hoch steht. Ne? Ah, komme ich nämlich nicht dran. Deswegen nochmal außenrum. Okay. Der Weg war umsonst oder so. So, jetzt sind wir aber dran. Und jetzt werden wir uns wohl auch direkt die Pampe herstellen. Als erste Waffe. Ich hätte jetzt auch, könnte auch die Pistole herstellen. Aber ich weiß ja nicht, was passiert. Wenn jetzt irgendjemand kommt, kann ich mich mit der Pampe auch am besten verteidigen, denke ich mal. Wenn der mich hier überrascht. Je nachdem, welche Dinos er auch noch hat, eine Pistole eigentlich auch ganz gut zur Verteidigung. Aber ja, ich weiß nicht, ich fühle mich mit der Pampe ein bisschen sicherer. Keine Ahnung. Und wenn wir sie ja schon gleich bauen können, warum nicht? Wir müssten nur noch Munition machen. Das wäre auch nicht so schlecht, ne? Aber das Schießpulver liegt ja auch schon im Maser, also von daher ist das Problem ja auch schon gleich gelöst. Und da braucht man auch, was heißt... Was weiß ich, 10 Schüsse reichen eigentlich mal. Zumindest für den Anfang. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Solo großartig viel mehr mit der Pampe braucht, bis die nachgeladen ist und alles. Man kann ja immer ein bisschen machen, aber... Muss ja auch nicht übertreiben. Okay, dann gucken wir mal. Dass wir jetzt... Ja. Das, da bin ich schon richtig zufrieden damit. Direkt 9 Schuss mit der Pampe. Sehr gut. Sollte ein bisschen was gehen. Dann 10 wären mal lieber. Eine gerade Zahl wäre schon toll. Dann hätten wir nämlich komplett... Die hat ja immer 2 Schuss. Kann zweimal abdrücken. Muss dann nachladen. Deswegen wäre eine gerade Zahl einfach schöner. Ja, aber so weit finde ich ganz gut. Ich habe das echt noch nicht oft gemacht mit dem Waffencraften. Beziehungsweise nur auf Waffen. Deswegen gehe ich hier doch mal ein bisschen nach und versuche wenigstens etwas, das uns ein bisschen den Rücken frei hält. Oder die Gegner. Ja, ablenkt. Oh, da kommt noch einer, sehe ich aus dem Augenwinkel. Den holen wir uns auch mit. Warum nicht, ne? Er gibt uns jetzt natürlich ein paar mit, aber das ist nicht schlimm. So, da liegt er nämlich schon. Oh, Bären habe ich nur meine blauen, die möchte ich aber eigentlich für mich noch behalten. Ja, ich habe kurz gezuckt, habe kurz überlegt, habe gedacht, komm, du hast Ruhe, den hungern aus. Wir geben dem gerade mal ein bisschen das Metall am Brutzeln. Brauchst du eh nicht mehr viel zu machen, also neues Metall... Farmen, vielleicht noch eine Runde, aber momentan ist das so okay, wie es ist. Also füttern wir ihn. Also suchen wir uns Bären und füttern ihn so und den anderen auch. Dann freut der sich auch. Da dachte ich, habe doch was gehört. Karnivorentrop, okay. Wir füttern ihn doch nicht. Erstmal gucken, was da kommt. Und das zähmen. Eventuell, oh, Raptoren. Jetzt ist die Möglichkeit. Normalerweise soll man die nicht unbedingt zähmen. Aber ich denke mir, die fressen ja meinen betäubten Stego rum und wehren sich dabei nicht. Also warum nicht die Raptoren mitnehmen? Die sind schnell, stürmen auf den Gegner zu. Ich habe eine Pumpgun, ich habe ein Gewehr, ich habe eine Pistole. Die können die Gegner gut ablenken. Also gucken wir, dass wir ein paar davon mitnehmen. Ich habe noch Fleisch über. Ja, 2 möchte ich schon haben. Komm her. Einer... Vielleicht mal nicht von euch niederläffligen Raptoren. Zack, in den Hintern. Oh ja, volle Kanone in den Hintern. Oh, super, in den Stein. Nochmal in den Stein. Das war natürlich super. Super Aiming. So, da kippt er auch noch um mit dem letzten Pfeil. Herrlich. Geben wir ihm Futter. Ja, warum nicht 2 Raptoren? Da ist der nächste. Jetzt haben wir aber keine Pfeile mehr. Jetzt killen wir den. So, komm her. Komm her. Stirb, Mann. Ah, macht er noch den Speer kaputt. Ja, danke. Oh, der hat Inventar dabei. Sehr schön. Gut. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Raptoren... Ich finde solche schnelle Dinos, wenn man auf Waffenthemen geht, finde ich eigentlich richtig cool. Ich weiß nicht warum, aber der packt uns wahrscheinlich zwar nicht, wenn wir alle 3 Waffen hätten. Und es sieht ja momentan danach aus, als würden wir es hinbekommen. Aber... Wie gesagt...
Die sind schnell, die greifen die Gegner an. Affen wären natürlich am besten eigentlich, würde ich mal so sagen, bei dieser Taktik. Gut, große Dinos sind auch nicht schlecht, wenn da noch ein Spino dabei ist. Dann würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Aber die Raptoren so an sich sind mal ganz gut für einzelne Spieler, aber eigentlich keine Dinosaurier fürs Finale. Würde ich mal so sagen. Ich weiß es nicht genau, ob sie wirklich was bringen würden im Finale. Je nachdem, wie viele Leute drin sind. Natürlich kannst du auch mal Glück haben, ne? Und hast nur einen im Finale. Und wenn du dann zwei, drei Raptoren hast und der nix, außer eine Pistole oder so, dann, ja, dann kann er die Raptoren, während er die Raptoren tötet, kannst du ihm auch schon ganz schön was Damage machen. Deswegen, also ich würde sagen, die Raptoren sind schon cool. Außerdem finde ich Raptoren sowieso richtig nice, weil das sind meine Lieblingssaurier. Eigentlich Velociraptoren, das hier sind Utahraptoren. Aber, ja, ich mag sie. So, da habe ich mal wirklich noch eine Kugel gemacht. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und jetzt erstmal die Pistole. Oh. Könnten jetzt natürlich schon direkt das Longneck herstellen. Mache ich auch. Also alle drei Waffen das Ziel haben wir schon. Jetzt brauchen wir nur noch mal ein bisschen Muni. Für das Longneck stellen wir erstmal keine Muni her. Wir kriegen ja noch erstmal für die Pistole, dass wir die zwei Waffen, die wir tragen, befüllen können. Okay, jetzt haben wir, siehst du, wir haben jetzt noch 8 Minuten. 8 3/4 Minuten. Und ja, noch kein Gegner in Sicht. Noch keinen Ring in Sicht. Wir haben noch Zeit. Noch ein bisschen, und das meine ich damit. Hier hat man ein bisschen mehr Zeit. So, mit dem Gewehr braucht man eigentlich, brauche ich nicht so viel Muni. Nicht mehr zu dieser Zeit vom Spiel. Denn das Nachladen dauert so lange. Ich glaube, da reichen wirklich 6 Schuss. Für mich. So viel werde ich mit dem nicht schießen. Ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann noch 6 Schuss habe. Jetzt versuche ich mal, das hier ein bisschen zurechtzulegen. Das ist natürlich auch ganz neu für mich. Das ist ja jetzt ein ganz anderes Inventarbild, das wir haben mit diesen drei Waffen. Da muss ich natürlich auch mal gucken, wie ich das überhaupt handhabe. So. Aber bin zufrieden. Wir haben alle drei Waffen und haben Muni. Also Ziel erreicht. Wir haben noch ziemlich viel Metall am Schmelzen und der Ring ist noch nicht sichtbar. Das heißt, eventuell könnten wir uns noch eine Pike machen. Um den Speer, das wäre natürlich ganz Deluxe, dann hätten wir unten, bis auf den Bogen, hätten wir volle Metallbar. Nur der Stego ist auch schon gezähmt. Und dann sind die Raptoren bestimmt auch schon gezähmt. So, jetzt fehlt uns an Stein. Okay, da haben wir schon wieder 14 Metall. Wunderbar. Aber wir brauchen noch ein bisschen Stein. Gehen wir noch ein bisschen holen. Machen wir einfach auf die Art. Wir kloppen noch ein bisschen aufs Metall. Glauben wir noch ein bisschen hierauf, pfeifen mal nach den Dinos, dass die hier ein bisschen in die Nähe kommen. So, jetzt. Ja, jetzt gucken wir mal, wo sie sind. Was seid ihr denn? Ah, da kommt mit der Nikolausmütze. Hallo, Raptor. Da ist der andere mit der Nikolausmütze. Hallo, meine Nikoläuse. Sehr schön, dass ihr da seid. Holen wir euch nämlich auch noch mit. Da sind wir noch ein bisschen besser gestellt, finde ich. Bin gespannt. Es sind immer noch 7 Leute am Leben. Okay. Dann machen wir doch nochmal eine Runde Zündpulver. Und eine Runde Schießpulver. Und jetzt holen wir alles raus, glaube ich, zum letzten Mal. Denke ich, dass viel mehr werden wir wohl nicht mehr rausbekommen. Dann müssen wir auch mal gucken, dass wir hochkommen. Jagt mal den Para. Obwohl, ist immer noch hier keine Wand zu sehen. Das ist natürlich sehr nice. Gefällt mir ganz gut. Und ja. Wo kann man es haben, ne? Ah ja, jetzt habe ich die Forge schon ausgemacht. Okay, dann war das wohl das letzte Vergnügen hier. Aber auch keine Lust, dass jetzt jemand noch das brennende Feuer sieht und so. Deswegen habe ich nochmal ausgemacht. Vielleicht bringt das ja was. Tarnung und Verschleierung unserer Machenschaften hier. So, einmal Schießpulver bitte zum Gebrauch. Ach, ich habe gar nicht alle. Ja, da habe ich auch noch vergessen, 2 Forges auszustellen, die Trottel. Ja, super. So, auch einmal hier ran.
Wir haben immer noch 63 Metall, also ihr seht, das ist ganz gut. Carnivore droppt schon wieder, ey, der kommt doch gerade ungelegen. Wir haben noch schnell ein bisschen Muni hergestellt. Und Raptoren schon wieder. Ja, kommt doch her. Euch zähle ich jetzt nicht mehr. Wäre natürlich geil, wenn du da oben auch mit 8 Raptoren oder so stehst, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wäre bestimmt auch ein schönes Bild. Chris Pratt Reloaded. Jurassic World. Oh Mann. Würde ich gar nicht schlecht finden. Ja, seht ja auch das Bild, also ihr seht ja auf meinem SOTF-Cover, seht ihr ja mich mit dem Raptor, das ist ja auch dieses Bild, wo eigentlich Chris Pratt drauf ist aus Jurassic World. Ich habe den da rausgeschnitten und habe mich hinzugefügt, habe das Ganze digital bearbeitet, habe mir da ein bisschen Mühe gegeben und habe das einfach nur just for fun eigentlich gemacht. Da habe ich Ark Survival of the Fittest noch nicht gekannt und habe gedacht, da passt er eigentlich ganz gut, ne, so als Raubtierbändiger. Und ja, jetzt haben wir unsere Raptoren am Start. Und ja, also passt das ja. Wie gesagt, meine Lieblingsdinos eigentlich. Ja, da wir so viel Metall haben, haben wir mal gerade noch eine zweite Kanone hergestellt, also Pistole. Aber können wir auch noch mal gerade ein bisschen Muni herstellen. Jetzt sind wir doch auf einer ungeraden Zahl, aber haben für alles noch ein bisschen Muni. Also ihr seht, ich bin eigentlich recht zufrieden. Vor allem finde ich es cool, dass wir noch eine zweite Pistole haben. Muss ich das Inventar ein bisschen umordnen. So, die Crafting-Sachen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Die Hacke und die Axt können wir unten mal ersetzen. Mache ich mir die Pistole auf 1 und 2. Und unten, ja, das ist, wie gesagt, 5. Ja, lasse ich mal so. Ich glaube, das letztes hatte ich auch schon die Pampa auf der 7 irgendwann mal. Weiß ich aber nicht genau. Oh, Stimberries, die habe ich jetzt gesucht. Da habe ich ein bisschen Zeit verplempert, weil ich die Stimberries nicht gefunden habe. Oder... ja, weil ich nicht mehr gewusst habe, was ich gesucht habe, sag ich mal so. Das ist besser. So, jetzt haben wir trotz, dass wir eigentlich nie Gesundheit heilen konnten, also mit Fleisch, haben wir trotzdem 5 Blutpacks zusammenbekommen noch. Und trotz und sind noch bei ganz guter Gesundheit. Also, für mich war das hier echt bisher eine richtig fette Runde. Ich bin zufrieden gewesen zu diesem Zeitpunkt. Aber es sind ja auch noch 7 Leute drin. Und nur noch 2 Minuten, also ihr seht, wir haben großen Vorteil, dass wir so weit oben schon sind, weil ansonsten würde das nie packen. Ich wollte mal testen, ob der Raptor mich packt. Habe ich schnell gemerkt, dass es nicht der Fall ist, davon bin ich aber ausgegangen. Ich wollte es eben nur noch mal nachprüfen. So, jetzt müssen wir unbedingt noch ein bisschen Wasser trinken, also Beeren essen. Wir haben ja kein Wasser, es hat gar nicht geregnet, gar nicht. Kein Acid Rain, gar kein Rain, null Rain. So, oh, da hat auch jemand einen Raptor gezüchtet. Gezähnt. Hat er nämlich einen Raptor und einen Kill gemacht. Okay. Haben wir ja auch 2, ist ja kein Problem. Hier ist überall steile Felswand vor uns. Ach komm, Raptor, komm um den Stein. Also gehen wir einfach mal hier rechts lang, da müssen wir ja irgendwann rumkommen, oder? Gibt's doch gar nicht. Mal noch ein paar Bären futtern, wir haben noch ein paar. Aber ich muss mich beeilen, weil ich weiß nicht, wo es hier rauf geht. Die Wand wird immer enger und treibt uns gegen die Felswand. Aber da hinten ist, glaube ich, die Rampe. Och, das Swarm ist auch noch da. Der kommt gerade sehr ungelegen. Oh Mann. Komm, komm, wir müssen... das ist, glaube ich, die Rampe. Wir müssen also ein bisschen nur durch den Ring of Death. Okay, da oben ist jemand, der wird... oh Mann, treffe ich die hin? Nee, der ist gerade um die... ah, Mist. Komm, wir müssen hoch. Keine Zeit, hier lang zu zielen. Guck mal, die Pampe. Vielleicht hat er uns nicht gesehen. Scheint so. Oh, er rennt weg. Ja, der ist auch ausgerüstet. Ja, Chitinkleider. Komm, hinterher, hinterher. Der legt sich wirklich hin. Der hat uns nicht gesehen, oder? Komm, Pampe nochmal. Och, nee, jetzt steht er auf. So, egal. Reicht. So, sehr schön. Pumpgun, ey, dann mit der Pumpgun wieder Tony Montana-Style, Scarface, Baby. So, was ist denn hier los? Da hinten ist ein Pronto, ein paar Stegos. Ich habe Blumen und Lichtstrahlen übrigens ausgestellt. Vielen Dank für die Tipps, das freut mich sehr. Das war wieder gut, weil ich wusste, ich habe mir das die ganze Zeit nicht erklären können, warum sie immer so hell ist und ich geblendet bin. Ja, da war ich natürlich im Nachteil auch, weil ja andere dann viel besser hier sehen. Und das Tier hilft wirklich ungemein, das ist super. So, da oben ist keiner drauf. Da ist nur der Stego. Da hinten läuft einer. Ist das ein Affe? Nee. Nee, das ist ein Typ. Komm, 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 komm. Ja! Wow, getroffen. Geil. Geile Scheiße. Aber jetzt läuft er weg. Kriegen wir der Pistole, krieg ich den nie, oder? Tja, nee. Hätte er sollen nachladen.
Aber egal, wir gucken mal. Laden wir nach. Was ist denn hier los? Hier liegt... Oh, hier liegt schon ein toter Kano. Da ging es also schon ab. Die haben sich schon gegeben. Okay, okay, komm, Raptoren. Ich level die mal ganz kurz auf Nahkampfschaden. Dass die ja richtig Damage machen. Also nur ein bisschen, nicht ganz. Oh, da liegt er! Ist das den, den wir getroffen haben? Pistol, Pistol, Pistol! Ja! Wow! Okay! Zack! Friss den, friss den! Ich habe ihn auf ihn geschickt, Dilo dort. Zack! Raptor hat ihn gelegt. Jawohl, da haben wir noch einen. Mist, die Dinos. Die hier können wir wohl nicht claimen, oder? Ich weiß nicht genau, ob die mich jetzt angreifen würden. Wir haben immer noch die Flagge. Was ist denn hier los? Jawohl! Gewonnen! Was? Janetta hat Selbstmord begangen. Sehr geil. Hat wohl Angst gehabt, dass ich hier mit der Pumpgun und der Pistole auflaufe. Sehr geil. Sehr geil, Leute. Danke für eure Tipps. Das war einfach geil. Das war meine beste Runde, glaube ich. Das war wirklich meine beste Runde, wie ich im Finale alles getroffen habe. Zwei Schüsse mit der Pumpgun. Zwei Treffer. Ein Schuss mit der Long Neck, ein Treffer. Okay, der Pistol-Schuss auf Range ist vorbeigegangen, aber ich glaube, ansonsten war jeder Schuss ein Treffer. Und das ist für mich ist das was ganz Besonderes. Und übrigens war der letzte Kill, den ich gemacht habe mit der Pistol, mein 100. Kill in diesem Spielmodus jetzt schon. Das ist auch was Geiles. Das habe ich im Nachhinein gesehen, dass ich 100 Kills habe. Und es zählen ja, glaube ich, nur die, die man selbst macht mit eigenen Händen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer SpookyVF. Bye, bye.